rund 3 Grad Außentemperatur, etwa 6 Grad Wassertemperatur, dichte Bewölkung und einsetzender Nieselregen. Jahreszeiten typischer könnten die Bedingungen Anfang Januar nicht sein. Das ist trotzdem kein Hindernis, um die neue Paddelsaison nicht mit einer kleinen Anpaddel- und Grünkultur zu eröffnen. Hierfür haben wir uns mit 10 warm eingepackten Kanuten unserer Paddelsparte der Holdorfer SV nach Liebenau begeben, nicht weit unserer Heimatstadt Nienburg. Hinter dem Wehr befindet sich eine geeignete Einsatzstelle, an der wir unsere rund 10 Kilometer lange Tour beginnen. Die Große Aue ist ein etwa 88 Kilometer langer Nebenfluss der Weser. Sie ist in weiten Teilen begradigt und plätschert mit einer kleinen, aber feinen Strömung vor sich hin. Jetzt im Winter bei höheren Wasserständen etwas mehr als in den Sommermonaten. Eine längere Befahrung der Aue inklusive Tourenvideo steht noch auf meiner To-Do-Liste. Vielleicht klappt's ja in diesem Jahr. Zwischen Wiesen und Äckern geht es in Richtung Binnen. Ein Waldgebiet ziert das linke Ufer und auch die Binner Grillhütte, an der man im Sommer gut eine Pause einlegen kann, zieht an uns vorbei. Nach 5,4 Kilometern erreichen wir dann die Mündung der Großen Aue in die Weser. Die Weser ist hier in der Mittelweserregion sicherlich nicht hochgradig spektakulär, ist geprägt von flacher Landschaft an den Ufern, dennoch ein tolles Paddelrevier, das ich ebenfalls mal in einem weiteren Tourenvideo vorstellen möchte. Auf der Weser legen wir dann weitere 4,2 Kilometer zurück. Der 72 Meter hohe Turm der St. Martinskirche Nienburg läutet das Ende dieser kurzen Wintertour ein. Wir nehmen Kurs auf den Anleger des Rudervereins, der sich an der Mündung des Steinhuder Meerbachs am Hotel Weserschlösschen befindet. Boote raus, verladen, umziehen und bei einer deftigen Portion Grünkohl anschließend wieder aufwärmen. Damit wünsche ich euch ein schönes Paddeljahr. Für ein paar Tourenideen schaut doch gerne in meine anderen Videos rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da oder schaut doch mal bei Instagram vorbei. Macht's gut und bis bald!